Ja, hallo, meine lieben Freunde. Willkommen zurück. Wo ist er denn jetzt? Ach, das kann man auch irgendwo machen. Gemeinschaft. Wir können auch... Ne, die Ärztin wollte mal... Oh, ich strecke immer einmal zu viel. Und dann machen wir auch solche in der Gemeinschaft. Die Mission. Oh, war gerade schlafen. Hey, you're still alive? I have some chores to do. Want to come with me? Orale. Como te va? Du kannst keine Wärterin, okay. Na, so halt zu dritt. Zu zweit. I should be more careful. So, wo müssen wir denn hin? Optional Reise zur Spiri-Station des Seuchenherz zu zerstören. Jede Menge Aussichtspunkte. Finde und rette Pillar, fremde Person, die Hilfe gebeten hat. Dann gehen wir zu dem und dann machen wir das Herz da unten. Ach nein. Wird's ja nicht da rein. Inventar. Alles klar, wir brauchen noch Waffen. Die ist verdammt schnell, habe ich so das Gefühl. So. Nehmen wir das mit oder? Huch. Können wir mal vergleichen. Nö. Rasenmäher Klingenschwert. Tötungspotenzial ist natürlich höher. Dafür Zerstückel niedriger. Ja, wir lassen das so. So, gucken, ob das repariert werden muss. Nee. Alles klar, dann kann man direkt so los. Hoch. Ja, meine lieben Freunde, mit den Aufnahmen hat es, das hat nie geklappt. Also, hat schon geklappt, nur jetzt nehme ich wieder über meinen Aufnahmeserver auf und das Ganze halt auch lagfrei zu präsentieren, also mit echten 60 FPS. Wieder halb mir rumholt. Ja, es ist was blöd, dass wir jetzt nachts losgezogen sind. Na gut, ich hoffe,
Es wird dann bald Tag. Können wir die hier noch ein bisschen stärken? We might actually find something good in here. Kochbuch. I'm not seeing any more of them. I'm in a bit of a jam here. Anyone out there available to help? Found something. Let's head out. This place is picked over. Definitely locked. Oops, that was loud. That's not going to fit. So, wir durchsuchen alles. Plague may hurt us worse than the Zeds. Now, before the pullout, the army had labs creating a cure. In their absence, Red Talon's working hard to finish the job. We won't let you down. Also ist das, wenn wir nachher nochmal vorbeikommen hier, Not exactly what I was hoping for. Können wir auch ein bisschen was wieder mitnehmen. Wir können leider jetzt keinen Charakterwechsel machen. Time to give your neighbor a hand. Or two. That's not going to fit. Okay. Hier hinten war noch eine Büchse. This place seems safe for now. I've searched through everything here. Schrauben immer gut. Muertos all around. Closing fast. So, dann machen wir hier den Aussichtsturm da. Aussichtsturm. Ein aufgeblähter, okay. That should do it for now. So, dann schauen wir mal. Müssen wir auf jeden Fall an einem Dicken vorbei. Die mit den roten Augen haben, glaube ich, immer Blutzeug, ja? Hmm.
body somewhere. I think they're us. Da ist ein Schreier draußen. Da ist der Schreier. You sure gave us a scare. Come on, I'll take you home. Let me get up to you if I can. Sure thing. Some of those creepers are nearby. Geil, die hat eine geile Axt. Ah, cool, wenn die jetzt mitkommt, dann sind wir eh zu dritt. Dann gehen wir dahin. Machen das Herz und gehen dann wieder zurück. The air is making my eyes burn. Must be a plague heart nearby. I think that's another plague heart. Oh, this place is just awful. There's a few still around. That screamer quiet! Energie. Okay, die hat jetzt die Blutseuche auf jeden Fall. Okay, wir haben das aber geschafft. I'm sick and getting sicker. Might be time to see the doc. Es wird auch langsam hell.
Wir haben mit der noch 2 Stunden 43. Okay, also ab nach Hause. I'm exhausted. I need to rest. Bloater. Need to take it down before it gets too close. Hello. Feel free to walk around. Stop. Ich hoffe jetzt, die anderen sind nicht gebissen worden, soweit. Ja, uns ist halt die Nahkampfwaffe ausgegangen. Sonst hätte man da noch ein bisschen prügeln können. Gib mir erstmal alles ab. Damn. You look sick as hell. Reparieren. Degame. I'll be right behind you. Yes. I feel awful. I've lost count of how many times I've thrown up. If I don't get treatment, I'm afraid I won't be of use to anyone. There. This will help you make it through. I hope this medicine works. Die brauchen wir auf jeden Fall. Die müssen wir wieder heilen. Doc, du wirst schon wieder. Dich brauchen wir hier auf jeden Fall. Anyone got work for me? So. Unsere Kollegin hier hat aber auch die Blutseuche. Und wir sollten die Tante da wegbringen. Hey there, we could really use some help from you folks.
Wo muss denn die hin überhaupt? Wie weit? Dahin. Okay, ein Antrost weggelaufen. Gut für uns. Da ist ein Schreier. Zuerst weg. Okay. Wir sollten hier ein bisschen durchsuchen nach Materialien. Ja, probably some shit for our crew in here. I can work with this. Geht das nochmal mit? Wir haben zwar schon genug Baumaterialien, aber wer weiß. Vielleicht finden wir auch keinen Packsack mehr unterwegs. Dann ist das natürlich ganz praktisch. Okay, wie weit ist es noch? Das ist das Haus leider drüben. Wollte ich da gediegen rüberspeigen, aber well, I'll be damned. You made it back. There's gin in the back if you need a little hair of the dog. Gin, that's twice today somebody saved my life. Ach, guck mal, hier wurden noch welche. No, no, I ain't getting sick. No way. The Pharaoh's quick enough to take me down if I'm not careful. I see a Pharaoh. One Sucher. Was ist denn jetzt?
I'll make it up to you if I can. Okay. Almost garbage. Aber das kann ich jetzt nicht beanspruchen, oder? Warte mal. Außenposten-Slot. Stay a while, my friend. Garten oder Farmlebens, Träge zu erhöhen. Okay, that's heavy. Okay, ja, jetzt ist die Frage. Gehen wir jetzt erstmal nach Hause? Könnten wir eigentlich machen, oder? Wir haben ja noch genug Zeug dabei. Dann laufen wir so wieder zurück, wie wir gekommen sind. Bin vorsichtig. So ein bisschen schleichen. Wir sind ja schon angekratzt. Ich will nicht, dass er auch noch die Blutzeuge hat, weil ich weiß nicht, wie viele Medikamente wir jetzt noch haben. Okay, scheint frei zu sein. Wir sollten auf jeden Fall vermeiden zu rennen, weil das lockt noch mehr an. Na, ah, hat sich beim ersten Mal nicht richtig geduckt. Müdigkeit geht auch schnell runter. Wir brauchen dringend das Auto. Ich glaube, das holen wir gleich in der nächsten Folge. Weil die Zeit rennt uns auch gerade eben schon wieder davon. Leider.
Das muss man auch dazu sagen. Jo, dann gehen wir jetzt nach Hause. Geben alles ab. Und ja. Geschafft. Also Materialien haben wir echt genüge. Das Problem ist halt die, ja, die Sache, dass wir irgendwie keine zweite Basis oder so bauen können. Aber ich glaube, das kommt dann auch noch bald. So, wieder reparieren, ja. Gut. Kollegen Schwarz. Der Wagen von Chief Jackson. Okay. Wo ist eigentlich Michael? Da hier oben? Nee. Leer. Ja, die sind, glaube ich, oben, ne? Still alive? Ja, zu dem kann man wechseln, der ist nämlich wieder voll. Und ja, dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder, würde ich sagen. Bis dahin, ciao, ciao. Schielt irgendwie zur Decke hoch. Ja, egal. Also, ciao.